So, hallo und da sind wir nochmal oder wieder. Mein Name ist Flavo, willkommen bei Keep Supernova. Ich habe das jetzt einfach in einem separates Video untergebracht, diese kleine Real Talk-Sache. Jetzt soll es aber losgehen mit Splatoon. Viel Spaß! So, hier sind wir auch wieder und ich gebe jetzt erstmal das Wort an Perla und die andere Moderatorin aus dem Kupolis. Viel Spaß! Schon in den Tentakeln. Ich kann nicht viel zu nervös. Kannst du es nicht verkünden? Muss ich alles alleine machen? Na gut, das Thema ist. Moment, was? Oh, jetzt sag doch, du spannst du es doch nicht extra auf die Folter. Oh. Okay, ich hoffe, ihr sitzt alle, denn jetzt kommt. Das Splatfest-Thema ist. Saures. Oder süßes, also. Fröhliches Splatoon. Und nein, Überraschung, wir werden hier weder Among Us noch Phasmophobia oder wie das heißt spielen, weil das spielen ja alle. Wir spielen hier Splatoon, ja, so wie es sich gehört. Und ja, hey Marita, ja, was ist denn Perla? Erwischt. Das Beste an Halloween ist, sich zu verkleiden und andere Leute zu erschrecken. Letztes Jahr war ich zum Beispiel bei einer Mumie. Wirklich? Ich habe gedacht, du hast dich als Klopapierrolle verkleidet. Da bist du ja schief gewickelt. Ja, manche Leute denken, ich bin ein Waschbär, aber ich bin kein Waschbär. Ich bin ein Red Panda. Ich bin nur als Waschbär verkleidet. Krieg dich mal wieder ein, Perla, es ist doch nicht mal Halloween. Außerdem bin ich nicht so der Fan von Streichen. Ja, ich bin auch nicht der Fan von Streichen. Also ich rolle viel lieber. Oder ich splatt. Ach so, Streichen im Sinne von Streiche spielen. Ja. Und wieder ein flacher Witz von Flavo, eurem Lieblingsreit Panda. Dafür, dass ich schlecht drauf bin, habe ich aber richtig gute Witze hier. Ne? Ich habe keine Lust, das alles zu synchronisieren können, aber die Lunatic selber durchlesen, was ich zwar hier sperren. Aber ja, es ist auf der ganzen Welt das Splatfest, also auch in Gütersloh und Langreersdorf und auch drüben in Österreich. Und jetzt kommen wir wieder zu den üblichen Splatfest-Nachrichten, die sowieso keinen Waschbär interessieren, sondern noch ein bisschen hier ein bisschen rumtalken. Also, was ich vorhin gesagt habe. In einem vorangegangenen Video über diese Arbeitssituation und den Frust und das Ganze. Ja, das stimmt. Aber, naja, das Leben muss ja weitergehen, es muss ja irgendwie gehen und man soll ja auch nicht vor seinen Problemen weglaufen. Aber ich sage immer, wenn man es kann, dann kann man ruhig auch mal weglaufen. Oh, heute wird Muschelchaos gespielt. Ha, dann ist doch ganz lustig, wenn sich Kid mal wieder mal Muschelchaos blamiert, ne? Und vielleicht gibt es ja auch wieder seine Lieblingsarena, ja? also, die Seeigel-Rockbühne, ja? Ja, Bär GmbH. Das letzte Video haben übrigens ganze drei Leute angeklickt über den Salmon-Rand, ja? Wo alles total vermasselt war. Ich hoffe, meine Stimme kann man jetzt hören. Aber ich gucke gerade mal in die Anzahl, ja, das sieht gut aus. Also dann soll sich Kip mal ans Terminal bewegen. Ja, wir sehen hier übrigens seinen schicken Helm, den hat er von Herrn Bär bekommen für seinen letzten Job bei Samoran. Auch die Gummistiefel, schick, 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 Gummistiefel, so kennen wir Kip ja. So, ja, da hat jemand über Among Us was reingewandt. Also Among Us, das ist ja, das reimt ja wirklich gerade. Ja, ich hätte ja richtig Bock, das zu spielen, aber die Frage ist halt, gegen wen oder mit wem. Ne? So, Kip, entscheide dich, Süßes oder Saures. Süß, das ist so, oh, das wäre dann lila Tinte oder Purpur-Tinte und saures wäre auch orange. Ja? Ah, jetzt hat Kip erstmal Fotos gemacht für Twitter. Könnt ihr jetzt dann gleich dann bei Twitter sehen oder könnt ruhig mal dann reingehen und einen Follower da lassen. So, also saures oder süßes? Saures oder süßes? Vom 30.10. bis 1.11. Peng. Und Kip hat sich für saures entschieden. A, weil
das Logo mit dem Gespenst viel cooler ist und B, weil Orange eh die bessere Farbe ist und C, weil Kips sowieso sauer ist. Ja, wir sind hier alle ganz schön sauer. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Ah ja, das bedeutet, der Nightstream wird sich irgendwie anders gestalten dann das nächste Wochenende, weil da Halloween ist. Also ich würde es ja gerne an Halloween höchstpersönlich an Halloween den Nightstream machen. Der wird dann natürlich, so, ich werde mich erstmal ein bisschen nach unten begeben. Moment. So. Moment. Damit ihr noch alles schön sehen könnt. So. Aber natürlich muss auch Splatoon gezockt werden. Mal gucken, ob wir es live hinbekommen. Wenn wir es nicht live hinbekommen, seid ihr bestimmt auch nicht so böse. Auf jeden Fall, was wollte ich jetzt sagen? Auf jeden Fall vielleicht, nein, ich will den als Nightstream, würde ich schon gerne so Whispered World spielen. Aber vielleicht findet auch der Nightstream irgendwie unter der Woche mal statt und nicht am Wochenende. Ja? Ich meine, man muss zwar früh aufstehen und arbeiten gehen, aber pff, was soll's. Oh je, und Kip hat sich für Muschelchaos entschieden. Na dann wünsche ich ihr mal frohes Gelingen und zum Glück wenigstens in einer Arena, auf einer Map, wo Kip einigermaßen zurechtkommt, nicht auf der Segelbühne, die ihm immer nur Unglück bringt. Also dann kann ja nichts schief gehen. Rein ins Getümmel und sammle die Muscheln. Er hat hier immerhin Rang B- geschafft. Ja, das kann auch nicht jeder. Die meisten sind schon bei X oder S oder so bei seiner Spielzeit. Aber brauchen wir alles nicht. So, die Ulti-Waffe ist aufgeladen. Wenn ich mich nicht alles täuscht, verliert man aber seine Muscheln, wenn man die Ulti-Waffe einsetzt. Und natürlich wird er während des Tintenschocks-Sprungs noch weggesplattet. Ja, man kennt's ja. So kennen wir Kip, so lieben wir ihn. Aber immerhin sind zwei richtige Lieblingsfarben hier gerade am Start. Blau gegen Giftgrün, ja. Also dieses schleimige Grün, dieses Rußgrün mit zwei O und Z und E geschrieben, was das Ruß ist. Die alten Hasen, ja, die wohl noch in den 80er Jahren ihre Kindheit verbracht haben, die wissen das bestimmt. Schreibt in die Kommentare, ob ihr wisst, was Ruß ist. Aber das macht ihr sowieso nicht, ja. Kann man sich auch lassen. Ja, kann ich euch gleich sagen. Also das Ruß ist dieses schlammige Zeug. Das ist radioaktives Zeug, das schlammige Zeug. Das aus vier kleinen Schildkrötchen die Ninja Turtles zu Teenage Ninja Turtles gemacht hat. Ja, und als das blindernde normale Ratte zur Super Ratte. Ja. Ja, er mogelt sich eben ja genauso durch. Ja, ein paar Muscheln hat er sich vorhin geangelt, aber irgendwie kriegt das nicht ins Körbchen. Jawohl, wenigstens den Isen weggesplattet. Ja, wenigstens ein bisschen was im Kill hier mal abgeholt und abgestaubt. So. Schaut auch ganz gerne mal auf Rocket Supernovas Kanal vorbei. Ich glaube, da ist in nächster Zeit sehr viel los, weil ein neuer Gast, das heißt ein neuer Gast, weil, ups, jetzt ist Clip ins Menü gesprungen. Ja, das kann ja mal vorkommen, wenn ich so viele Knöpfe habe da. Auf dem Controller, da kann man schon mal leicht durcheinander kommen. Soll ich jetzt sagen? Ja, nämlich Sovereign Supernova ist jetzt öfters zu sehen. Er hat schon eine kleine, hat schon ein bisschen was auf Instagram hochgeladen und auf Twitter. Weil Sovereign ist Austauschschüler aus dem Vega-System und Austauschstudent auf der Barb-Akademie und kommt aus dem Vega-System. Und ja, ich weiß, hat er irgendwas mit Quanten. Ein Astronautik hat studiert im Nebenfach Cyber Security. So, hier läuft es ganz schön schlecht für Kips Mannschaft. Die machen aber eben schon zweimal gesplattet und jetzt auch Ilien erledigt. Ja, immerhin etwas. Aber fürs Killen gibt es leider keine Punkte. Das wäre übrigens auch mal eine Idee für die Splatoon Maker, dass man für Kills Punkte bekommt. Also in den Rangkämpfen sind Kills ja logischerweise wichtiger wie das Einfärben, weil das Einfärben nur die Ulti-Waffe auflädt, beziehungsweise wo man Flächen eingefärbt halten muss. Aber so jetzt beim Muschelchaos oder so, da hilft es wenig. Die Kills helfen nur, um eben den Gegner abzuhalten, auch beim Revierkampf. Ne? Aber es wäre vielleicht mal eine witzige Idee, einen Spielmodus
zu entwickeln, wo wirklich die Kills dann, ja, die Kills-Punkte bringen. Das wäre vielleicht mal lustig, weil da gibt es auch ein paar Experten, die sind nur am Killen und nicht am Färben oder so. Ja. So. Ja, sieht weiterhin schlecht aus. Keep sucht gerade den Korb. Gibt es auch keinen Überblick, wo der Korb so. Ah, ich glaube, da oben ist er. So, wirf's rein, wirf's doch rein. Auf A drücken. Auf A. Ja. Das Doofe ist, da muss man auch noch zielen können, aber ich glaube, es ist zu spät. Es hat nichts gebracht. Und man muss zielen und man muss gleichzeitig aufpassen, dass man nicht gesplattet wird. Ja, ein ganz, 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 ganz klarer Fail für ja, schade. Es tut mir leid, Kip. Es tut mir wirklich leid. Ein beschissener Tag geht weiter, indem man gleich beim Muschelchaos verliert. Deswegen gehen wir jetzt mal in einen anderen Modus rein, wo das Einfärben wichtig ist, nämlich in den Standard-Revierkampf. Übrigens, sorry, dass heute so viele vulgäre Worte kommen, also für all die Kinderchen, die hier gerade zugucken, bitte nicht nachmachen. Euer Flavo ist ein ganz schlechtes Vorbild, aber das ist mir heute wirklich Wumpe. Ja. Oh, Lenny spielt auch mit. Wo ist Karl? Tschinsch. Ach ja, na toll. Wenigstens, wir haben Spaß. Ne? So, Kofferfischlager oder Perlmutt-Akademie. Ja, gehen wir in die Perlmutt-Akademie oder ins Kofferlager, wo hier gar keine Koffer zu sehen sind. Ah, das sind im Kofferlager. Doch, 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 da sind die Koffer und Kisten. Am Flughafen von Impopolis. Ja, übrigens auch mal interessant. Gibt es das vielleicht irgendwo? Wissen Splatoon-Fans, andere Splatoon-Fans da ein bisschen Bescheid, ob es vielleicht eine Karte von Impopolis gibt, wo die ganzen Orte, wo man hier, die ganzen Arena-Maps, wo man hier spielen kann, als richtige Gebäude und so eingezeichnet sind. Ja, vielleicht mal ganz cool, so ein Spielmodus, wo man einfach mal so spazieren gehen kann, zwischen den Arenen hin und her spazieren kann. Das wäre mal interessant. Ja, hat bestimmt von irgendjemand hat das bestimmt schon gemacht. Gibt es auch so einen YouTube-Kanal, ja, wo Splatoon-Hacks so macht, wo man dann auch so verrückte Sachen machen kann, auch den Populis-Platz mal rumsplatten kann und so. Also ja, so eine virtuelle Welt von Inkopolis, wo man einfach hinspazieren kann und sich vielleicht auch eine Wohnung oder so oder ein Haus, so ähnlich wie GTA, nur eben eine Splatoon-Welt. Das wäre mal was, ne? Wo man dann andere Inkling Charakter, die aber alles reale Personen sind, dahinter natürlich Avatare sind, mit denen dann auch so abhängen kann. Das wäre eine coole Idee für so ein großes Programmierprojekt. Also wenn Splatoon weiter so erfolgreich ist, immerhin, sie hatten ja gesagt, sie machen keine Splatfeste mehr und immerhin waren jetzt seitdem schon, ich meine, drei Splatfeste insgesamt. Und ja, das spricht für den Erfolg. Und die Splatoon-Anime-Serie, die Mangas laufen ja schon, meines Wissens nach, recht erfolgreich. Und ja. Ich denke, was der tun hat mit Zukunft. Also, Kip gibt sich heute mit dem Einfärben nicht so viel Mühe. Nichtsdestotrotz, er scheint sehr starke Teammates zu haben, weil hier ist alles gelb. Kip hat gerade mal 363 Färbpunkte. Also, er ist von den geträumten 1000, die er sich immer so vornimmt, weit, weit weg. Aber nichtsdestotrotz, sie scheinen am Gewinnen zu sein. Vielleicht hat auch das Gegnerteam einen Disconnect. Das kann natürlich auch sein. So, jetzt habe ich auch einen Disconnect. Ich habe im Hintergrund übrigens eine sehr schöne Zukunftsstadt. Das ist natürlich keine Zukunftsstadt. Das ist die Aussicht von meinem Büro, ja, auf meinem Heimatplaneten. Also das im Hintergrund, das ist nicht Barb, sieht ein bisschen anders aus, das ist mein Heimatplanet. Ja, wie mein Heimatplanet heißt, ja, das sage ich euch nicht. Ein erfolgreicher YouTuber und Streamer verrät nie seine Adresse, weil sonst kommt ihr ja alle hierher, ja. Weil mein Planet ist nicht Madeira, ja. Mein Planet, denn, nee, will ich nicht liegen.
So, 3, 2, 1 und Ende. Aber ich glaube, das sieht diesmal sehr gut aus. Gluck, 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 gluck. Tschau, mit 74% gewonnen. Jawohl. Na, endlich mal ein Win. Win, 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 win. Aber ich sehe hier, ich bin jetzt mit der Basecamp drüber, aber ich sehe hier einen Disconnect im Gegnerteam. So. Das, liebe Freunde, war's für heute. Ja, jetzt wird eh der Modus gewechselt. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Danke fürs Zuschauen. So, ich hole mein Keep wieder her. Danke fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns dann spätestens beim nächsten Nightstream, wenn es wieder in The Respawn World weitergeht oder beim nächsten Splatoon-Video oder wenn es ein außerordentliches Video gibt. Wie auch immer, seid gespannt. Ja. Und bleibt gesund und bleibt neugierig und bis bald. Tschüss.